Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Ich habe mir überlegt, ich werde dann doch jetzt demnächst die neue Lizenz kaufen. Und zwar, welches von beiden weiß ich noch nicht. Reiniger, Katzenfutter, Katzenfutter, Hundefutter oder Reiniger? Ich wäre ja erstmal dafür. Kostet ja nur schlappe 22.000. Ja, dann würde ich sagen, soweit hast du alles vorbereitet. Nein, ist es nicht. Was ist denn hier los? Werden wir wieder alles sortieren. Was habe ich denn jetzt muckt? Habe ich nicht alles einsortiert richtig? Naja, komm, hier können wir auch noch einmal. Aber theoretisch können wir den Laden ja schon aufmachen. Meine Kasse mache ich auch auf. Weiß gar nicht, habe ich euch meine Bücher eigentlich schon gezeigt hier alles hier? Ja, ne? Ach ja, doch, wir hatten ja letztens hier Struwel, Peter und so, ne? Ja. Okay, hatten wir. So, dann einmal dit, einmal dit. Zweimal Kartoffeln. Na, wir wollen ja nichts vergessen. So, hier haben wir ja alles nachgefüllt. Einmal das Soda. Einmal das da oben. Hier können wir zwei. Davon ein, davon ein. Komm, davon haben wir eigentlich genügend. Hier sind wir voll, da sind wir voll. Da oben können wir einmal Spaghetti. Meine schönen Bücher. Davon nehmen wir zwei. Davon nehmen wir drei. Hiervon zwei und davon zwei. Ich würde echt mal interessieren, wie viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh. Ja, da habe ich ja ein bisschen übertrieben mit meinen Angestellten. Aber wir sind ja hier nicht bei Aldi. Nicht, dass ich jetzt Aldi schlecht machen will. Aber 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt meine persönliche Empfindung. Nirgendwo sind die Kassen so voll, manchmal, sagen wir jetzt hauptsächlich am Wochenende zum Beispiel, wie bei Aldi, weil da einfach die Angestellten fehlen, sag ich mal jetzt so. Ich sag mal jetzt fehlen, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Nicht, dass der Laden, wie gesagt, Aldi schlecht ist. Also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ne? Ich kaufe auch. Hat der das hier gerade hochgeschmissen, sag mal? Der arbeitet ja genauso wie ich. Dann ist schon geklingelt? Nö. Und meine Kasse wollen die wohl nicht, wa? Ah, okay. Hab nicht gesagt. Hallo, der Herr. So, ich möchte einmal die Karte von Ihnen haben. Das macht einmal 38,97 Euro. Ja, wegen der Kommentare. Ich weiß auch nicht, wie ich das am besten machen soll. Mit den Miteinräumen, ohne Einräumen. Und wie gesagt, mal so. Ich, ja, keine Ahnung. Ich meine, eigentlich finde ich es so auch viel schöner. Man bestellt und das ist eingeladen im Lager, ne? Weil ich sag mal, wenn ich der Chef bin vom Laden hier, räume ich ja den Mist auch nicht alleine ein. Ich sag mal jetzt so, ne? Klar arbeiten die auch mit, ne? Soll ja nicht heißen, dass die Filialleiter nicht einräumen, ne? Also bin ich nicht falsch verstehen. Bei mir ist das so. Mein Kollege. Was ist da denn? Einmal Pfeffer bloß und dafür eine Karte. Junge Frau, jede Transaktion per Karte kostet Geld. Bei mir ist das so, bei meinem Kompagnon. Ich bestell und er räumt ein.
Ja, weil er hat ein eigenes Grundstück. Da läuft unsere Firma sozusagen drüber. Und ja, wenn was bestellt wird, wird es ja zu ihm geliefert, nicht zu mir. Also so wie hier, ne? Also, ja, weg hier. Lass mich mal schnell durch hier. Ah, wer geht jetzt wieder zurück? Klein, Moment bitte. Achso, ja, er wird gerade. So, zack, 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 zack. Einmal Hürden springen. Hallo, der Herr. Na, siehst du, dann kann ich mir die ja nachher gleich leisten. Dann kriegen wir das hier noch fix. Ups, da war ich wieder einmal zu schnell mit den Fingern. Zweimal Kochbuch. Na bitte. Mal überlegen, ich muss ja, da kommen ja nochmal vier, nee, sechs, ne? Sechs Bücher, vier Bücher. Da bin ich bei mir überlegen, ob ich die auch noch fix mache, bevor die kommen. Ne, die kann man theoretisch ja jetzt schon malen. Weil, ah, so schnell ging das nun doch nicht mit dem Malen. Naja, schauen wir mal. Aber mehr Artikel werde ich nicht machen. Also hier von wegen hier, dass ich hier Ware noch, ach nee, das ist mir nichts. Das mit den Büchern, das hat mir am Herzen gelegen. Vor allem wegen meinem George hat Licht. Vor allem wegen, sag mal schnell, Moritz in der Etwas-Säule. Und Struwelpeter natürlich auch, das hatte ich auch in meinem Schrank stehen. Und die anderen zwei Sachen da unten mit dem Rauchen und mit dem Energy. Ja. Ja. Weil ich finde, die Jugendlichen, die ernähren sich einfach zu sehr durch nur noch mit so einem Schrott da. Wenn ich jetzt, naja. Ich sag mal, ich rede familiär aus Erfahrung. Ja. Dass es nur noch dieses Zeug gibt, finde ich, es ist, also wie gesagt, ich habe nichts gegen Energy, absolut nicht, aber wenn man das zum Hauptgetränk macht, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Hallo, die Dame. Weil ich sag mal, es ist ja nun mal nachgewiesen, dass ja nur eigentlich nichts Gesundes in diesem Getränk drin ist. Aber naja, wie gesagt, muss jeder selber wissen, es ist nur meine persönliche Meinung. Wenn es hochkommt, habe ich in meinem Leben, ich bin ja nur schon etwas älteres Semester, wenn es hochkommt, habe ich, sagen wir mal, 5. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, 5 ist sogar noch so viel. In meinem Leben habe ich 5 Energy getrunken. Und ich komme irgendwie an dieses Zeug nicht ran. Das ist, ja, keine Ahnung. Mein Wasser trinke ich jetzt auch nicht unbedingt so gerne. Wenn lieber ab und zu mal eine Cola. Ich weiß, es ist auch nicht gesund. Deswegen sagte ich ja ab und zu mal eine Cola. Aber dann trinke ich doch lieber Wasser. Hm, 23. Nee, überhaupt diese ganzen neuen modernen Drinks, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sehe, meine Schnecke hat mal eine ganze Weile Wasser mit Kirschgeschmack gekauft. Habe ich sie auch gefragt. Ist da schon mal weißen Kirschsaft gesehen? Also ist doch vorprogrammiert, dass da nur Chemie drin ist. Ja. Oder Wasser mit Apfelgeschmack. In Weiß. So. Apfelsaft in Weiß. Naja. So, und so sind die Energy Drinks ja genauso. Naja. Wie gesagt, muss ich ja selber wissen, wieso habe ich bloß 23.000? Habe ich so viel eingekauft? Oh! Was? Shit, wenn ich mir jetzt die Lizenz kaufe, dann kann ich mir gar keine Ware mehr kaufen.
Das ist ja jetzt doof. Habe ich so viel eingekauft oder hat meine Geld geklaut? Kann ich nicht gucken? Ach so, 18. Nein, 18. Hallo, die Dame. 118,06. 23.000. Ja gut, das war es ja dann mit der Lizenz. Dann habe ich ja gerade mal noch 1.300 Dollar. Das ist ja nichts, wenn ich meine Rechnung noch bezahle. Wartet mal. Nein, Quatsch. Na, hör doch mal auf. Lizenz, Verwaltung. Ne, 22.000 dat. Rechnung dat. Na guck mal, da habe ich aber noch 1.000 Dollar. Das ist ja nichts. Was? Das ist ja jetzt doof. Na gut, so, wir gucken mal. 95, aber dafür keine Probleme. Und ich habe nur 1.700 Dollar eingenommen. Okay, ich würde sagen, wir öffnen den Laden gleich sofort wieder. Nein, wartet mal. Ja doch, komm, ich habe genug Angestellte jetzt hier. Einmal kann man durch. Mehl scheinen wir genug zu haben. Nein, das war einmal zu viel. Das war einmal zu viel. Brot brauchen wir dit. Das Brot auch, das Brot auch. Okay, die Schokodinge brauchen wir, die brauchen wir zwei, davon zwei, davon zwei. Na komm, eins, 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 eins. Guck mal, da geht unser Geld schon wieder nur für den Einkauf drauf. Sag mal, sind die Waren teurer geworden oder was ist hier los? Muss ich etwa den... Nee, das programmiere ich nicht. Nee, das programmiere ich nicht. Also hier, dass die Preise teurer werden. Aber warte mal, ich muss mal kontrollieren. Funktioniert der Mod überhaupt noch? Ja, 10 Cent teurer. Warte mal, hier auch nochmal testen. Ja, stimmt. Okay. Hallo, die Dame. So, das macht einmal 95 Dollar und 6 Cent. Dann kriegen Sie zurück 4 Dollar und 44 Cent. Danke sehr, beenden Sie und bald wieder. Mensch, unsere DDR-Bücher, die gehen ja richtig gut weg hier. Danke sehr, beenden Sie und bald wieder. Hallo, der Herr. Struwelpeter, Mensch, so sehen sie doch ja nicht aus wie ein Struwelpeter. 181, 57, danke sehr, beehren Sie mal bald wieder. Was sagen unsere Bücher da hätten eigentlich, muss ich gleich mal gucken. 98,61 Dollar. Na, guck mal, das Kochbuch wird gut gekauft. 111,73, danke sehr, beehren Sie mal bald wieder. Achso, er wird aufgefüllt gerade. Nicht rauchen, guter Mann. Das ist sehr schön. Danke sehr, beenden Sie und bald wieder. Wann ist eigentlich das nächste? Ich glaube ab 82, ne? Level 82. War das denn die letzte Lizenz schon? Eins, zwei, drei, vier. Und da unten 90. Oh, Whisky. Na, dann geht das erstmal ab. Hallo, die Dame.
Das macht einmal $184,88. Ich bedanke mich recht herzlich. $2,22 Profit. Wie ist denn der Profit denn nicht beim Bier, nee, beim Whisky? Oder hier bei dem Zeug? 2,82. Naja. Hallo, der Herr. So, Sie bekommen zurück $1,31. Danke sehr. Also, ihr hättet die Frau aber auch vorlassen können, junger Mann. Das ist aber kein gutes Benehmen. Nein, das ist Quatsch, was ich labe. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Danke sehr. Einmal mit Karte. $120,89. Was macht das Zeug hier? Na, guck mal. Ich glaube, meine Angestellten da hinten, die machen das richtig superb. War ich das Buch mit bei? Ja, Moritz in der Litfaßsäule. 53,06 $. Ja, ich muss mir bloß für die letzten Bücher nochmal ein gutes Motiv einfallen lassen. Also, was ich dann nehmen werde. Macht meiner das Licht wieder an. Danke. Muss ich mal gucken, wie viele Bücher waren das? 5? 4? Ringbow? Das sind doch Bücher, ne? Hä? Scheint hier nicht Buch sonst immer drin? Buch, 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 Buch. Ach, ja, ich weiß, warum das jetzt hier steht. Dragon Ball, weil ich habe doch die Mod, wenn man sich die Mod installiert, muss man sich ja auch die Namen installieren, weil die ja sonst vom Originalspiel kommen. Stimmt. Ja, ja, das waren die Bücher. Da stand Buch, Buch, Buch. Hm, $26,12. Ja, toll, da habe ich nicht aufgepasst, wie viele Bücher das waren. Ich zeige da mal durch hier. Hallo. Wie viele Bücher waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher wieder. Also wieder noch sechs Bilder malen. Natürlich blöder. 1, 2, warte mal. Ja doch, genau. Ein Regal unternehmen, dann habe ich 6 Stück. Oh, dann würde ich die Bücher nachher gleich als erstes kaufen. Dann muss ich das hier hinten wahrscheinlich. Das ist auch alles wieder nicht. Dann wäre das ein komplettes Regal voll, nur mit Büchern. Das kommt genau gut hin. Kommt genau gut hin? Naja. Hallo, die Dame. Zweimal das Öl. Und das macht denn genau $12,56. Hallo, die Dame. Zweimal Struwelpeter. Na. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Hm, 50, 60... 64. Oh geil, der kauft gleich 4 Bücher. Oh. $49,26. Aber kaufen Sie lieber was anderes, wo ich mehr Kohle kriege. Ich finde das mit dem Lager. 162. 21. Das hätte ich gar nicht mit der Treppe nach oben hin machen brauchen. Ich glaube, hätte ich das unten gemacht. Ich glaube, ich werde die Gefrierdinge, die werde ich runterholen. Kann man das wieder rückgängig machen? Nee, ne? Ne, geht leider nicht. Das war doch hier bei Lager drin. Ne, warte mal, das war ja hier vorne. Ne, geht nicht. Schade. Ach nee, warte mal hier. Storage Upgrade? Nee. Okay, geht leider nicht. Na gut, dann muss ich dazu lassen. Aber ich werde die Regale trotzdem runterholen. Weil ich sag mal, das reicht unten vollkommen aus.
Aber ich finde, nur das Kleine wäre zu klein gewesen, finde ich. Das wäre eindeutig zu wenig gewesen. Überleg mal, hier wäre Schluss gewesen, ne? War das nicht? Hier, ne? Oder? Oder hier? Ne, ab hier wäre Schluss. Ab hier. Glaube ich, ne? Ne, warte mal. Ja, ist ja auch egal. Ne, ich glaube ab hier. Bis hierhin ging es. Ne, guck mal, wenn ich hier hinten jetzt die Gefrierdinge hinstelle, das reicht. Ah, das, die Kochbücher gehen weg. Nein, einmal zu viel. Guti, so, dann gucken wir mal. Einmal so teuer, ja, damit kann ich 6.500, damit kann ich auch leben. So, bevor ich anfange, werde ich das mal schnell kaufen. Dann werde ich erstmal eine Rechnung bezahlen. Wieder zwei Stück. Und ich werde mir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach, ich habe gekauft. So, dann gucken wir mal. Produkte. 1, 2, 3, 4. Ne, warte mal. Wir machen gleich. So. Weil eins muss ich ja dann gleich zum. Oh, wieder so ein fettes Ding. Wo sind denn die Teile? Ach ne, wo sind die Tüten? Ich werde das mal hier unten reinstellen. Das reicht, ne? Ja, ich denke mal, das reicht. So, und dann werde ich das Ding. Hier haben wir noch zwei Regale. Was werden wir denn hier hinstellen? Ne, warte mal, das machen wir jetzt wieder so. Ne, warte mal, wir haben genug Platz jetzt. Wir wollen es nicht übertreiben. Dieses Hin und Her, wie wir das vorne haben, brauchen wir hier hinten nicht. So, ne? Würde ich sagen, halt. Machen wir das gleich so. Einmal nachbestellen, bitte. So. Das nächste, was haben wir hier? Hier haben wir Katzenfutter. Wisst ihr was? Bevor ich das vergesse. $30! Meine Friese. Junge, ist das teuer. Warte, ein Katzenfutter muss $2? Was soll das denn? Wieso geht das aber nicht? Du hast auch Katzenfutter? Ja. So, dann gehen wir damit auch gleich zum Regal. Ich würde sagen, das kloppen wir gleich oben drüber. Da können wir dann sozusagen. Ne, warte mal, jetzt habe ich missbraucht. Warte mal, ich werde das mal anders machen. Nein. Ich werde 4 von den Dingen nehmen. Also noch 3. Ne, so, jetzt habe ich glaube ich einmal 100 Futter zu viel gekauft. Kann das sein? Ne, doch nicht. So, hier haben wir nochmal Katzen. Wobei, das nicht noch einmal mit reinige? Habe ich da jetzt was durcheinander gebracht? $3,96. $2 Profit immerhin. So, dann haue ich das gleich über die andere Katze. Ne? Zack. Warte mal, was habe ich denn jetzt gekauft? Wieso, wieso war ich jetzt. Was? Habe ich jetzt sofort angeklickt? Nö. Was ist das? Ach, das ist hier ein Feuchttücher, nehme ich mal an, ne? So was.
Ja, komm, ist egal. Machen wir das hier über dem Katzenfutter. 5 Dollar 20. So, da muss ich jetzt noch einmal für das Regal bestellen. Hier, warte mal, reinige es hier. Also einmal fürs Regal noch, also für drin und dann 1, 2 für hier und dann nochmal 2. So, das müsste ich eigentlich ausreichend haben. Ne, ich gucke mal. Ah, guck mal, der will gleich loslatschen. Ist das geil. So, hiervon nehmen wir einmal nochmal. Hiervon 2. Hiervon 2. Oh Mensch, haben wir ja die Folge auch schon wieder fast geschafft. Ja, ich hatte probiert, Bier mal zu malen, also hier sich was einfallen zu lassen. Aber, ach, nee. Nee. Es ist mir einfach zu viel Aufwand. Ich sag mal, das Spiel an sich nimmt ja nur nicht gerade wenig. Ne? Braucht man ja auch ganz schön viel Zeit für, um das vernünftig zu spielen. Oh, mein Geld geht wieder weg. Aber ist egal, dann würde ich sagen, haben wir nämlich zur nächsten Folge 1, 2, 3, 4, ne? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut, haben wir alles. Den Zucker, den Zucker. Na komm, da können wir ruhig mehr. Hier kommen wir 2. Rot brauchen wir hier einmal. Oh. 1, 2, 3. 1, 2. Wir sind das 2. Oh, hier. Ja, warte mal, habe ich die jetzt schon mit drin? Oh, ich bin zu viel. Was habe ich jetzt? 169. Gott, echt jetzt? Shit. Okay, das Mehl haben wir zum Glück noch. Den Kaffee haben wir zum Glück auch noch. Der Kaffee muss, glaube ich, der war voll. Ja, der ist voll. Udi. Dann haben wir ja alles. Ja, okay. Hähnchen brauchen wir einmal. Das brauchen wir einmal. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das können wir uns dann erst... Ups, Entschuldigung, ab nächsten Tag leisten. 55 Dollar haben wir bloß noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das neue Zeug habe ich doch jetzt im Vorrat gekauft, ne? Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns mal wieder. Tschüss.